Guten Abend. Diese. Ja? Etwas lauter. Guten Abend, diese Nachricht gilt an den ganzen Deutschland. Also wir brauchen Hilfe, weil unser Präsident hat gesagt, alle Israelischen müssen zurück in ihr Land gehen. Und das ist sehr, sehr schlecht. Das ist einfach eine schlechte Nachricht von allen Menschen, also die aus Sierra Leone kommen. Weil da gibt es keinen Zugang. Da ist so gefährlich. Und hier, also wir würden hier sterben. Wir werden hier leben, weil wir sind hier aufgewacht. Wir sind hier, wenn wir waren klein, wir sind hier gekommen. Also ich habe Passport, aber meine ganze Familie haben noch nicht. Es gibt viele Leute hier, die Hilfe brauchen. Es gibt kleine Kinder, die wollen nicht zurückgehen. Also keiner will zurückgehen. Bitte, bitte, wir brauchen alle ihre Hilfe. Um alle Personen, bitte. Dankeschön. Darf ich noch eine Frage stellen? Ja. Die Frage ist auch, es wird ja eine neue Regierung gebildet, gerade in Deutschland. Was würdest du an die Regierung für Forderungen stellen? Was braucht ihr? Also was braucht ihr von den Parteien, von den Gewerkschaften? Was sollen die deutschen Parteien auch tun? Also für mich, ich will das, also, weil es gibt auch manche Leute, die hier Ausbildung machen, ja, in der Schule geht. Und wenn dieser Bus bei dir kommt, dann kannst du nicht in der Schule konzentrieren. Und man hat viel Stress dann. Ich, wenn ich im Klassenzimmer bin, ich will nicht darüber denke. Ich kann nicht mehr, ich will nur kotzen. Also bitte, ich brauche alle Hilfe, bitte. Dankeschön. Dankeschön.